Das ist ein Projekt, was digital stattgefunden hat. Allerdings haben wir dann im Sommer einmal zusammen gedreht. Es hat so angefangen, dass wir für ein anderes Projekt, wir haben uns lange für ein anderes Projekt vorbereitet, was auch auf der Bühne stattfinden sollte. Das ist nicht passiert und wir haben uns eine andere Lösung überlegt. Und zwar nicht nur wir, sondern mit tollen Jugendlichen. Und die 20 Jugendliche aus Trier haben mitgemacht. Das letzte Jahr war sehr schwierig für alle, aber wir freuen uns sehr, dass wir unser Tanzprojekt Awesome mit professionellem Team und wunderbaren Kindern gemacht haben. Sie haben es alles einstudiert, digital. Sie haben sich Gedanken gemacht über den Skript, über die Geschichte. Sie haben sich Kostüme, Requisite, alles besorgt. Und dann haben wir mehrere Monate digital geübt, bis zum Zeitpunkt, wo wir dann draußen aufnehmen durften. Und das war nur ein Tag, wo wir uns sehen durften. Das war traumhaft. Das war energiegeladen. Das war so eine wunderbare Erinnerung, die jetzt auch im Netz unter dem Awesome Dance Video aus Trier zur Verfügung steht. Kann man ja sehen. Ja, das ist für uns eine tolle Erinnerung, das ist ein tolles Ereignis und wir sind überglücklich, dass das auch anerkannt und gesehen wurde. Und wir sind sehr froh, diesen Preis entgegenzunehmen und sehr stolz auf unsere jugendlichen Teilnehmer, auf unsere Profis, die das Ganze mit begleitet haben und auf uns.